Ja, hallo ihr Lieben. Ich melde mich jetzt auch mal endlich zurück nach Loma, ein bisschen anzugeben, was ich mir da Tolles gekauft habe. Nee, Quatsch. Hauptsächlich natürlich, um mich zu bedanken bei allen anwesenden Beteiligten, bei den Organisatoren vor allem für diese wirklich grandiose Messe. Ich war zum ersten Mal da und war völlig baff, also jetzt gar nicht mal so sehr davon, was da für tolle Pfeifen zu sehen waren und was für hervorragende Pfeifenmacher dort auch zu Gast waren, sondern hauptsächlich baff von dieser wirklich super angenehmen Atmosphäre. Also ich war mit meinen Begleitern, herzlichen Dank übrigens an dieser Stelle nochmal dem Holger und dem Stefan, die so nett waren, mich einzupacken und mitzunehmen. Also wir waren, ich glaube, um 21:45 da und sind um 16:30 wieder gegangen. Und ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich so lange dort bin und das mir so kurz vorkommt. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin auf einer großen Stehparty gelandet. Ich hätte auch sehr viel Spaß gehabt, ohne nach den Pfeifen zu gucken. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit wunderbare Gespräche geführt. Ich bedanke mich jetzt nicht bei jedem Einzelnen. Am Ende erinnere ich mich nicht an jeden und dann ist das unter Umständen ärgerlich für die Personen. Speziell, ja, bedanken möchte ich mich nur namentlich beim Ralf, der einfach ein Network-Tier ist, würde ich mal sagen. Also der lief ja irgendwie auf der Messe rum und hat dauernd Leute ins Gespräch gebracht und mich auch so, ah, Necki, du bist da, da muss ich dich der Maike vorstellen und so. Also ja, das ist einfach toll und ist natürlich extrem beflügelnd und hilft dann auch, Kontakte zu knüpfen, wenn man selbst vielleicht jetzt nicht so der Typ ist, der auf andere zugeht, einfach von alleine. Auch danke an den Ulf, mit dem ich mich öfter auf der Messe unterhalten habe, immer mal wieder zwischendrin. Ulf, es gibt demnächst ein Pfeifenvideo, du hast mich inspiriert. Du wirst schon sehen, warum und wieso. Ja, trotzdem Angeberei. Will ich ja auch zeigen, was ich Schönes gekauft habe. Ich hatte ausnahmsweise mal ein bisschen Budget. Und ich bin lange, lange, lange um verschiedene Stände herumgestrichen und es gab, ich sag mal, drei Favoriten, wo dann klar war, ich kann aber nur eine kaufen. Und ich habe mich dann endgültig dann doch für eine Burner entschieden. Jetzt muss ich mal gucken, ob man das, ja, kann man glaube ich ganz gut sehen. Also eine Mortar, Mooreiche. Das ist auch eine Form, die ich auf seiner Homepage schon ein paar Mal gesehen habe. Besonders toll finde ich ja die Maserung. Jetzt muss ich mal schauen. Kann man das, kriegt die das hin? Ja, ich glaube. Also, ich gehe mal in die Knie vor der Kamera. Eine Mooreiche, eine ganz eigene, sehr charakteristische Maserung. Ungefiltert. Überhaupt gab es viele ungefilterte Pfeifen. Das ist für mich natürlich super. Ich rauche normalerweise ohne Filter. Ja, raucht sich ganz toll. Vielen lieben Dank, Herr Börner. Eine ganz tolle Pfeife, die ich in Ehren halten werde. Bislang die teuerste Pfeife, wird bestimmt auch die teuerste und edelste Pfeife für eine ganze Zeit lang bleiben. Dazu gab es dann diesen Stopfer. Ich habe ja sonst immer nur die Tschechen, die üblichen. Habe ich jetzt auch mal einen schicken Stopfer. Ja, im Moment rauche ich ganz, eine meiner ganz einfachen Gebrauchspfeifen, eine Nerup mit den Virginia, Cornstjold Virginia Slices. Entfällt mir immer wieder der Name. Tolles Kraut.
Ihr merkt, alles sehr improvisiert. Ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht vorher. Ich habe auch nicht so viel Zeit heute. Ich habe jetzt gedacht, jetzt muss dieses Video raus. Scheiß auf die Professionalität. Ja, dazu ein Whisky, den ich heute von meiner Mutter gekauft bekommen habe. Ich war mit meiner Mutter shoppen und war im Whiskyladen und ja, und da hat sie gesagt, ach, zu Ostern, ich bezahle dir die Flasche. Meine Mutter schenkt mir Alkoholiker zu Ostern. Gut, vielleicht sollte ich da nochmal drüber nachdenken. Egal. Ein ziemlich abgefahrenes Teil, Smokehead. Ihr auch Gruß an den Steffen, du magst, glaube ich, auch rauchige, torfige Whiskys. Auch der hier, den habe ich dann genommen, weil irgendwie in der Beschreibung stand, ein Geschmack, der wie eine Kanonenkugel auf die Geschmacksnerven trifft. Kanonenkugel, naja. Also ist auf jeden Fall sehr rauchig, torfig. Kann man, glaube ich, auch erwarten, wenn ein Whisky Smokehead heißt. Ja, also ein entspannter Abend, den ich heute habe. Falls ihr euch fragt, was jetzt dieses exzentrische Auftreten hier soll, das haben ja schon einige aus der YouTube-Gemeinde angefangen, auch mal ein bisschen was außerhalb der Pfeifen von sich zu erzählen. Das ist auch eines meiner Hobbys, würde ich es jetzt nicht sagen, meiner Freizeitvergnügungen. Am Osterwochenende ist hier in Mainz-Kastell ein Mittelaltermarkt und da werde ich für 2 Tage hingehen, natürlich gewandert und am besten barfuß, falls es halbwegs warm sein sollte dazu. Und Met trinken, Felle kaufen, wahrscheinlich mit irgendwelchen Spielleuten dann irgendwelche peinlichen Trinklieder singen. Ich hoffe, es macht keiner irgendwelche Videoaufnahmen und stellt die nachher ins Netz. Ja, also das gehört zu den Dingen, die ich gerne mache, wenn ich Zeit habe. Ich gehe gerne auf Mittelaltermärkte und in entsprechender Kluft und ja, freue mich einfach mal in einer Welt zu sein, in der es keine Handys gibt und zumindest tun alle so, als gäbe es sie nicht und keine E-Mails. Ich finde das sehr entspannend. Ja, das dazu. Heute Abend, ich schau mal, dass ich es direkt hochlade. Im Zweifelsfall morgen. Mal schauen. Ich wünsche euch alle eine gute Zeit und spätestens nächstes Jahr in Loma, wenn das Termin nicht bei mir klappt, bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Ganz kurz dazu, alle die immer denken, vielleicht denken, ach, nach Loma, das lohnt sich ja gar nicht, ich habe gar keine Kohle, mir irgendwie Pfeifen zu kaufen. Es lohnt sich auch, wenn man nichts kaufen möchte. Es ist wirklich richtig klasse dort. Es macht Spaß, man trifft nette Leute. Es sind alle extrem kommunikativ. Man wird von Menschen angesprochen, kommt auch leicht ins Gespräch. Also es ist wirklich ein großer Spaß. Ja, gut. Dann euch auch schöne Ostern. Bis dann. Ciao.